Hallo aus der Tanzschule Alex hier in Zirndorf bei Nürnberg und der Saringer Akademie. Ich hatte vor einigen Monaten mein letztes Interview mit der Alex und das ist schon wieder so lange her. Monate sind vergangen, Corona war dazwischen. Und wer die Alex nicht kennt, Alex ist eine ausgebildete ADTV-Tanzlehrerin und die Erfinderin von Saringe. Und genau darum ging's jetzt im bayerischen Fernsehen. Nämlich der Charlie Hilpert hat in seiner Frankenschau dich vorgestellt mit Saringe, haben viele gesehen. Und vor allen Dingen, ich sehe immer in Facebook und überall, was du jetzt alles wieder Neues in Aktivitäten machst und durchstartest mit deinen Tanzschülern. Erzähl mal, was ist so passiert? Ja, war eine schlimme Zeit, aber da rede ich gar nicht mehr drüber. Ich bin einfach nur positiv, freue mich wahnsinnig, dass ich wieder arbeiten darf. Und der Bayerische Rundfunk war da, hat einen ganz tollen Bericht gebracht über Saringe. Ich habe mich so gefreut, habe mir das auch so lange gewünscht. Jetzt kam der Wunsch in Erfüllung. Ja, und ansonsten haben wir viel in der Tanzschule, viele neue Projekte. Wir machen eine Weinfahrt mit Tanz, ganz neu, du bei meinem Winzer. Vor kurzem ist was gemacht, ne? Wie viel wart ihr da? Wo war das? Vor kurzem hatten wir unseren Tanzschulausflug im Bayerischen Wald. Das machen wir schon über 15 Jahre. Haben wir ein tolles Hotel und sind wir 2-3 Tage dort. Und mit Essen, mit Trinken, mit Wandern, Bewegen, wer das möchte, oder Wellness. Und natürlich mit ganz viel Tanz. Ich habe die Bilder in Facebook gesehen, da ist man neidisch geworden. Wie viele Leute waren denn das? Ich habe manchmal so einen ganzen Pulk von Leuten da gehabt. Diesmal waren wir bloß 60. Mhm. Ansonsten, wir sind so zwischen 60 und 80 okay. Personen. Und nächstes Jahr wollen noch viel mehr mit. Und es war einfach nur toll. Es war unbeschreiblich schön. Du machst ja immer wieder so Aktivitäten. Ist es jetzt mehr nur Tanzen oder auch Saringe? Wir machen auch mit Saringe so einen Ausflug. Nächstes Jahr wird es auch in unserem tollen Hotel sein. Da werden wir dann Saringe haben jeden Tag und abends ein bisschen Line Dance und natürlich auch ganz viel Spaß und Erholung und was jeder so machen möchte. Ne? Suchst du noch Nachwuchs für Saringe? Ja, ich würde gerne Trainer ausbilden, außerhalb auch von der Tanzschule, jetzt hier, von meinem Saringe-Zentrum, weil ich so viele Anfragen kriege und ich kann nicht alles bedienen. Ich habe kürzlich mal beim Einkaufen eine ältere Dame getroffen, die sagte, ach, sie kenne ich doch, sie war noch bei Saringe. Sag ich, ja, habt ihr mal so einen Schnupperkurs mitgemacht? Und dann sagt sie, das mache ich jetzt immer öfter, weil da bleibt man fit im Kopf. Das ist genau wie Tanzen, die Koordination und so. Das ist eigentlich für jedes Alter toll, ne? Das stimmt. Meine älteste Teilnehmerin ist 90. Und 90? Ja, die kommt seit Jahren und eine ganz tolle Frau und ist auch begeistert und macht Werbung für mich und man kann es in jedem Alter machen. Ja. Du machst ja was für Krebskranke, ne? Ich glaube, du sogar umsonst oder kostenlos? Kostenlos, einmal im Monat. Ganz genau, ist unser Herzensprojekt. Okay. Und wäre schön, wenn sich das noch ein bisschen rumspricht. Einmal im Monat, immer der erste Freitag im Monat um 13.30 Uhr. Gut. Was gibt es sonst noch so an Neuigkeiten so in den nächsten Wochen oder Monaten, wo du sagst, da hätte ich gerne so ein bisschen Traffic oder da können wir mal ein bisschen was machen? Ach, wir haben unseren Jahresball geplant. Der fiel ja jetzt ein paar Jahre aus, leider. Dann Silvester wird sicher wieder was kommen. Dann haben wir einmalig jetzt unsere Weinfahrt, Wein und Tanzen. Das kann man gut verbinden. Bei meinem Winzer, einem ganz tollen Menschen mit seiner Familie. Und da werden wir hinfahren an einem Freitag und werden Weine probieren und werden was zu essen bekommen, was ganz was Tolles, ein tolles Buffet. Klasse. Und dann werden wir natürlich tanzen, ganz klar. Wer Infos möchte, findet die wo? Auf deiner Homepage. Ja. Steht alles auf www.saringe.de oder www.tanzschule-alex.de. Alex, viel Erfolg weiterhin. Danke. Gerne.